Ja, Herr Stubam, schönen Dank für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich würde Sie ersuchen, einige Dinge zu erzählen über die Dinge, die Sie schon von Jugend auf erfasst haben, Dinge, die andere Menschen in dieser Form ja nicht in der Lage sind zu erfassen, was letztendlich in sehr unterschiedlichen, höchst interessanten Themen geendet hat, wie Stimmerkennungen oder wie zuletzt von Ihnen ja auch bereits im Fernsehen präsentiert, in Form von Gesichtern von Verstorbenen, die in ihren Malereien zum Vorschein kommen. Ich darf Sie ersuchen, dazu vielleicht uns einige Worte zu schildern, wie es dazu gekommen ist und was hier Ihre Schwerpunkttätigkeit ist. Also grundsätzlich möchte ich einmal sagen, dass meine Arbeit nicht von mir ausgegangen ist. Das Ganze beruht meiner Meinung nach auf einer Lenkung, und zwar auf einer natürlichen Lenkung, wo ich die Physik der Natur in den Vordergrund stellen möchte. Ich wurde meiner Meinung nach entsprechend der diversen Ergebnisse in eine Bahn geführt, mit der ich überhaupt mein Leben lang nicht gerechnet habe. Es wurde vor allen Dingen bei mir der Eindruck immer stärker, dass ein wesentlicher Faktor darin liegt, dass das Leben, wenn es von der Natur beendet wird bei einem Menschen, nicht aus ist. Und zwar, dass ein Weiterleben eines Teiles des Menschen vor sich geht. Was möchte ich damit sagen? Mit dem Tage oder mit der Zeit oder mit dem Todeszeitpunkt, ja, ist der Körper oder wird der Körper wieder zur Erde. Auf der anderen Seite haben wir die Energie. Die Energie mit dem Geist. Und in diesen beiden, und eventuell können wir auch noch die Seele dazu nehmen, und mit diesen drei Momenten haben wir die Erinnerungen des vergangenen Lebens vollkommen fixiert. Das heißt jetzt im Falle, der Leib ist tot, der Geist tritt mit all den Erinnerungen aus dem Körper aus und existiert weiter. Und das Interessante ist, dass sich der Geist in relativ kurzer Zeit an die Lebenden wendet. Wir haben damit, oder ich habe damit, tausende Stimmen aufgezeichnet, die von Verstorbenen stammen. Das Interessante an den Stimmen ist, dass diese Stimmen Bezug nehmend auf meine Fragen antworten. Es ist natürlich selbstverständlich, dass ich nicht von vornherein sagen kann, ich kann mit dem oder den Menschen jetzt sofort Kontakt aufnehmen. Das wäre unrichtig. Ich muss viel Zeit aufwenden und es kann auch sein, dass ich die Kontakte mit jenen, den ich möchte, nicht bekomme. Aber in circa 80-90% habe ich meist diese Kontakte aufnehmen können. Diese Stimmen. Und die Antworten waren in der Regel so gelagert, dass sie wirklich hundertprozentig bezugnehmend auf meine Fragen waren. Sie haben mir auch Antworten gegeben, wo ich über Menschen nachgefragt habe, ob ich mich beispielsweise auf den oder jenen verlassen kann. Und die waren so präzise, dass ich mich nur wundern kann und der Meinung bin, ein anderer
kann das nicht besser sagen, der denjenigen gekannt hat. Ja, jetzt haben wir die, sagen wir, Stimmen, also die Tonaufzeichnungen abgeschlossen, zumindest im Großen und Ganzen. Und es kommt die zweite, die parallel laufende Seite, von der ich an sich nie gewusst habe, dass es so etwas überhaupt gibt. Es hat sich in mir interessanterweise ein Drang, oder ist ein Drang gewesen oder gekommen oder hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit irgendwas, mit Aufzeichnen, mit Kohlestiften und so weiter befasst habe, obwohl ich eigentlich nie eine große Lust dazu hatte. Und im Laufe der Zeit habe ich irgendwie gesehen, dass ich dort auf diesen Bildern, oder ich kann es eigentlich gar nicht als Bilder bezeichnen, sondern mehr oder weniger als eine Aufzeichnung oder eine Kratzlerei, wenn man es vielleicht so sagen würde, die ich auch aus meiner Sicht ja überhaupt nicht machen wollte. Es ist einfach eine gelenkte Angelegenheit gewesen. Und trotzdem hat mich das nicht losgelassen und ich habe dann langsam auch eine Liebe, oder die habe ich eigentlich immer schon gehabt, zu verschiedenen Farben gehabt. Ja? Und nun habe ich mich auch befasst, dann sagen wir, Farben aufzutragen, ohne irgendwie an etwas Bestimmtes zu glauben, dass ich da etwas male oder zeichne. Ich bin ja kein Maler. Und ich bin es auch nie gewesen, aber auch nie Talent dazu gehabt. Und mit diesem Auftragen von verschiedenen Farben, das mir dann eigentlich ganz gut gefallen hat, und ich habe gesehen, also das ist eigentlich fürs Auge sehr schön, ist mir dann immer wieder langsam aufgefallen, dass da irgendetwas zu sehen ist. Ja? Ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Und habe so im Laufe der Monate und im Laufe der Zeit, es sind dann mehr oder weniger Jahre geworden, viele Jahre sogar, und dann hat sich gezeigt, dass immer der Drang größer wird. Ja? Also ich bin direkt darauf hingetrieben worden, obwohl ich ein Mensch bin, der sich nicht leicht lenken lässt. Aber da in diesem Fall ist es scheinbar eine physikalische Lenkung der Natur gewesen. Und auch alles, was ich gemacht habe, ist aus natürlicher Sicht entstanden. Ich möchte damit einem Bild anfangen, das mir an und für sich, sagen wir, wo ich heute noch sage, immer wenn ich es sehe, das kann doch gar nicht sein. Ich habe schon viele Bilder dann gemacht gehabt und da sind irgendwie Köpfe zu sehen gewesen. Eigentlich unbedeutende Köpfe, aber gut erkennbare Köpfe. Nicht war im sitzenden Zustand, im liegenden Zustand, ein Kopf nur allein. Aber eines Tages ist dann ein Bild gewesen, das einen Kopf ganz, ganz deutlich gezeigt hat. Neben dem Kopf ist ein Totenkopf gewesen. Und neben dem Totenkopf sind noch andere gewesen. Und das, dazu muss man eines sagen, das alles ist eine natürliche physikalische Angelegenheit. Auch von mir ist meiner Meinung nach, nach meiner Beobachtung, nichts ausgegangen. Gut, Herr Stubam, recht herzlichen Dank für das Interview. Wir werden jetzt im Anschluss noch einige Bilder präsentieren und ja, wir bieten also hier die Möglichkeit, im Anschluss an den Film mittels eingespielter E-Mail-Adressen uns auch zu antworten. Das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, uns hier Kommentare zu schreiben. Wir werden also auch Auszüge der Bilder auf unseren Homepages veröffentlichen. Ja, und ich glaube, dass das sicherlich eine sehr, sehr spannende Sache ist. Und ich würde mir wünschen, dass sich sehr viele Leute dafür interessiert, weil es nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch wirklich, glaube ich, ein Thema ist, das ja die Menschen letztendlich doch ganz, ganz tief berühren muss, weil es ja letztendlich
die Brücke ist zwischen den Lebenden und den Toten. Herr Stubauer, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview.